Und damit willkommen zurück zum Eisenabbausimulator 2015-2016 hier in Empyreon 3.0.1 in der Version 0164, wie auch immer. Ach, ist scheiß drauf. Korti LP ist auch mit dabei. So. Hallo. Hallo. Ich muss das jetzt abkürzen. Das war mir jetzt einfach. Nee, also, nee, geht ja mal gar nicht. Ja, nee. Nee. Willkommen hier beim Ich baue komische Computer- und Kabelsimulator 2038. Oder welchem Jahr spielt dieses Spiel eigentlich? Oh, das ist eine gute Frage. Das ist eine wirklich gute Frage. Wenn diese Frage je beantwortet kriegen? Nein. Doch, wahrscheinlich, wenn man sich die Beschreibung durchlesen würde. Wer macht denn sowas? So. Cotti. Ich habe mal so eine Frage an dich. Jetzt kommt's. Ja, ich habe ja immer wieder ein paar Fragen an dich und du weißt überhaupt von gar nichts vorher. Das ist das Praktische. Ist immer sehr interessant. Ja. Wir beide spielen ja jetzt hier ein Early Access Spiel. Ja. Ja. So, und es gibt ja nicht nur das Early Access Spiel, es gibt ja massig Early Access Spiel, bis sie dann irgendwann mal released werden, ne? Wenn sie released werden, das ist manchmal nämlich auch so eine Sache. Nein, sie müssen, glaube ich, soweit ich weiß, released werden. Oh, es gab schon welche, die da wird dann einfach alles fallen gelassen, ne? Ja, und seitdem, glaube ich, gibt es die Regel, man muss bis zu Ende bringen. Wäre okay. Ja mal eine Möglichkeit. Gut, also auf was möchte ich jetzt hinaus? Das ist eine gute Frage. Genau, das ist eine gute Frage, auf was möchte ich hinaus? Wie sind denn deine Erfahrungen bisher in Form von Early Access, beziehungsweise würdest du weiterhin Early Access Spiele kaufen oder würdest du sagen, nee, ich kaufe mir ab sofort nur noch, wenn sie komplett fertig sind? Naja, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit Early Access. Ich meine, ganz ehrlich, es gibt Spiele, die sind manchmal verbuggter und schlimmer als mancher Early Access Titel. Sowas haben wir auch schon erlebt, ne? Ach, nein. Nein, überhaupt nicht. Herr Battlefield. Ja, gut. Ich meine, selbst die großen Firmen, so wie Warner Brothers oder auch so eine kleine Firma wie Datalink, ja, wo ich ja zurzeit Valhalla Hills spiele, selbst die sind ja jetzt auf diesen Early Access Zug aufgesprungen. Das macht zurzeit irgendwie jeder. Ja. Man sieht H1Z1, ne? Den Early Access haben sie sehr wahrscheinlich eh nur gemacht, um auf diesen Zug aufzufahren, weil Sony hat eigentlich genug Kohle, die brauchen da nicht noch extra Kohle. Erstens das und zweitens ja. Es ist nichts anderes, finde ich, als DayZ und selbst DayZ. Oh, mein Bohrer ist leer. Das ist jetzt schlecht. Ein Pack haben wir, glaube ich, noch im Ding. Ah, nee, ich komme raus. Achso. Ich komme aus meinem Loch echt raus. Aus deinem Loch? Aus meinem Loch, ja. Wie viel Eisen habe ich denn jetzt? 136 Eisenerze. Das sollte doch reichen, oder? Vielleicht. Nee, also ich muss sagen, ich habe von Early Access bisher wirklich einen sehr guten und positiven Eindruck erhalten. Ich meine, man darf halt auch nicht mit dieser Erwartung reingehen, das Spiel muss fertig sein, ne? Richtig, das Weil ist das Wichtigste an der ganzen Sache. Fehler, Bugs passiert, wir sind halt im Early Access, das Spiel ist noch nicht fertig. Das muss jedem klar sein und das ist manchen nicht, leider. Richtig, das ist das Allerschlimmste, dass die Leute wirklich dann meckern, ja, einfach wirklich, da ist ein Bug, hier ist ein Bug, behebt diesen Bug, das Spiel ist unspielbar, bla bla bla, da gibt's so viele Sachen, wo die Leute meckern und das ist, oh. Ich meine, ich finde, das beste Beispiel kannst du im Moment Ark Survival Evolved anbringen. Als es rauskam, war es performance-technisch, ja, Leute mit einer dicken Titan-X konnten das Spiel nur mit, was weiß ich, mit 20 FPS spielen, wenn sie Glück hatten. Und mittlerweile kann auch ich es mit meiner 780 Ti in über 40 Frames zocken. Und das auf bald Ultra. Ja, also, ne? Für die Leute, die Windows 10 haben, für die ist es dann noch besser. Ja, da kannst du manchmal noch 1 bis 2 Frames hier Spiel rausholen. Na, noch mehr, so laut Aussagen einiger Spieler. Je nach Spiel. Wie gesagt, ich würde ja auch gerne auf Windows 10 wechseln. Ich hatte es auch schon ein paar Tage drauf, bis ich dann gemerkt habe, mein Gitarrenverstärker von Line 6 über USB funktioniert nicht und mein lieber Focusrite Interface funktioniert auch nicht, weil es keine Treiber dafür gibt im Moment. Dabei ist Windows 10 noch abwärtskompatibel, was das Ganze angeht. Also ich hatte, wie gesagt, gar keine Probleme. Sei froh. Ja, und ich bin ja wirklich schon seit dem Inside
Ja, darum also, das ist, ich bin ehrlich gesagt glücklich. Ja, an sich, also wo ich es drauf hatte, war auch ganz schön. Ich finde, es läuft, es sieht gut aus, aber wie gesagt, das Treiberproblem gerade, das ist für mich, ne, absolut nicht vertretbar gerade. Ich könnte nämlich nicht aufnehmen ohne Mikro, ne? Also das Problem habe ich nicht. Also ich habe gar keine Treiber für mein Mikrofon und es läuft einwandfrei. Ja. Ja, Ich. man merkt halt, der Cordia hat halt keine Ahnung. So. Du hast ja auch ein USB-Mikro, ich nicht, ne? Oh. So. So, was in die Cobra Leaves reingetan? Die habe ich noch bei mir, warum? Achso. Brauchst du die etwa? Nee, ich wollte die nur irgendwo lagern. Ach ja. Was tust du? Ich warte, dass ich da oben ran kann und weiterbauen kann. Das kann dauern. Aber du kannst gleich einen Large Constructor haben. Den habe ich nämlich schon fertig. Samt Small Fuel Tank für unsere Base. Get Ne? to the base. Warte, machen wir es anders. Hier, rechte Kiste, ich pack dir das rein. Darfst du dir in die Basis bauen? Eine Cargo Box habe ich auch schon gemacht. So, und dann gucke ich mal, dass ich jetzt hier mal das Small RCS-Modul. Fuel Tank. Large Constructor. Gut. Kann ich auch ein bisschen was bauen? Yay! Jetzt ist er FMV, I zufrieden. can fly. Weiß Ey, wo fliegst du denn hin? ich noch nicht. Achso. So, in die Base. Back to the Da, base. RCS. Jetzt bin ich ja mal gespannt. So, Large Constructor. What? Hä? Ich höre was. Wirst du irgendwie angegriffen? Hilfe. Komm mal schnell in die Basis. Da rennt eine riesen Dildo-Familie rum. Bitte, Riesen was? Ja. Da. Und Da, da was vorne, ist? das ist irgendwie. Alter! Sind die friedlich? Nein. Scheint nicht so. Oh. Der tot? Ja. Hast du ihn gelootet? Nee. Okay, habe ihn gelootet. Ich würde sagen, wir gehen Ist. mal wieder in die Basis. Ich würde mal sagen, wir sollten so langsam die Tür, ne, zumachen. Ja, du bist lustig. Dafür muss ich erstmal die Sachen bauen. Sind das jetzt die Nachtmonster oder wie oder was? Wo ist dann hier? Ah, bitte gern fertig bauen. So, einmal RCS. Dann kann ich den Rest eigentlich rausholen, dass wir den dann in eine Basis bauen, ne? Das brauchen wir ja alles in der Basis. So, da haben wir den Und dann können wir nämlich jetzt mit dem Large Constructor arbeiten. Ist, glaube ich, einfacher. relativ. Einer muss trotzdem immer noch woanders hinlaufen. Ja, aber Aber gut, trotzdem. wenn du gleich Strom oder sowas mitbringst, dann passt das. Ja, ich bring das. Ich mache hier das Inventory mal komplett alle und dann bauen wir. Du kannst mit dem anderen eh mehr machen. So, tut mir leid, liebes Raumschiff. Krieg Du. das nicht an. Ich krieg's nicht an, das Raumschiff. Ja, die Base. So, wie kam ich denn jetzt hier nochmal in das eine Menü, was du da sagtest? Hey. P. Ah. Generator missing. Was brauchen wir denn jetzt auch noch? Core, Large Constructor. Keine Ahnung. Warte mal. Hey, der hat Strom. Normalerweise müsste jetzt laufen, ne? Ich glaube, der hat Strom. Warte mal, ich guck mal. Power Usage off. Nein, wir brauchen noch einen Ge Generator. Ich gehe bauen. Beeil dich, ich habe Angst. Das sagst du so einfach. Hier sind schon wieder so welche Pflanzen-Dingern. Der hat mich Generator. Ich brauche gesehen, der hat mich gesehen. Small Generator. Ach du Scheiße, brauche ich Der will Hilfe in die denn? Base kommen. Wenn du Hilfe brauchst, sagst du Bescheid, ne? Dann komme ich ganz schnell zu dir gerannt, vielleicht. Ja, allen Scheiß machst du hier. Oh mein Gott, was sind denn das für So. Kreaturen?
Warhammer Metal Components 7. Oh, er ist in der Basis. Soll ich kommen? Pestet das doch mal was? Was ist das jetzt schon wieder? Wieder Electronics. Bauen wir dafür noch ein paar. Bauen wir dafür noch ein paar. Können wir hier alles gebrauchen. Cool, in der Basis hat er keinen Laufweg. Haha. B. Boah, ich hab den locker alleine platt gemacht. So. Hallo? Ja? Sobald die hier in der Basis drin sind, haben sie keine Chance mehr, weil sie sich dann hier keinen Pfad oder so, also die KI ist da noch nicht so ausgereift. Ach, das ist gut zu wissen. Hast du den Generator? Nein. Ja, was machst du dann hier? Wollte dir zur Hilfe eilen, tut mir ja Alter. Leid. Junge, denkst du, ich hab das hier nicht unter Kontrolle oder was? Nein. Du doch nicht. Hast du recht. So, auf komm. Na komm. Wow. Wie lange brauchst du denn noch? Ja, wir haben das Zeug nicht dafür. Wieso, was fehlt uns denn? Oh, ein paar Metal Components, ein paar na, Electronics. Ja, das ist klar, Mann. Ich glaub, ja, das muss ich ja erst. Nicht Ressourcen. Nein, da sind wir noch ein bisschen ausgestattet mit. Ich bin am Überlegen, mal so einen dicken Dildo da anzugreifen. Dumme Idee. Mit Auge. Auge von Sauron! Ist tot. Guck mal, der hat echt so ein Auge von Sauron. Na toll, spoiled food. Interessante Viecher. Das Auge von Sauron. Ist da etwa wer Herr der Ringe-Fan? Nein, überhaupt nicht. Das hat nichts mit Herr der Ringe-Fan zu tun. Das ist Allgemeinwissen. Das ist Allgemeinbildung. Ja, sowas muss man wissen. Ja, was ich auch mal toll fand, ja, wenn dann die Leute gesagt haben, oh, der arme Sauron, der ist jetzt gestorben, als der Schauspieler von Saruman gestorben ist. Ah, ja. Ah, ich so, nee, nicht ganz. Nicht ganz, du sagst es. Oh, Mann. Oh, das kann dauern hier, was wir da noch ein Zeug für brauchen. Und dann auch so welche Sachen, so von wegen, na, ist ja nicht ganz so schlimm, der war ja eh nur digital animiert. Mhm. Ja klar. Mhm. Ja, Sauron? War nur digital animiert. War ja nur Auge. Ah. Lassen wir das. Die Schauspielerei von dem war besonders gut, muss man sagen. Ja, sowieso. Einfach so ein bisschen mit dem Auge hin und her gucken. Nach links, läuft. Nach rechts, nach oben. Ein bisschen eindringlicher, ein bisschen gefährlicher, ein bisschen glühender. Ja, ja, schauspielerische Kunst vom Feinsten. Wie sieht's aus, Cotti? Ich verteidige hier unsere Basis vor bösen Kreaturen und du? Übrigens, meine Frau hat heute gebacken. Kuchen. Tito. Ach, deine auch? Was denn für ein? Amerikaner. Amerikaner? Meine hat einen richtigen Nusskuchen gemacht, ja? Ich höre hier immer nur. Achtung, Riesendildo kommt auf dich zu. Was? Ich weiß nicht, wie die heißen, deswegen. Das ist doch jetzt scheiße. Was denn? Was fehlt denn? Nee, ich versuche gerade unser Schiff wieder fertig zu machen nebenbei noch. Ich habe jetzt hier dieses RCS noch gebaut, aber das lässt sich am Schiff nicht platzieren. Oh, warte, ich komme. Nee, nee, nee. Tada, da bin ich. So. Ich glaube, der gehört hier gar nicht hin. RCS, RCS, nee, da ist es nicht. Ja, jetzt ist es im linken Container. Der ist für. Doch, der müsste da hingehören. Okay, also du brauchst einen RCS und der muss befestigt werden, ne? Denke, warte mal, Metal Components. Warum brauche ich den jetzt schon wieder? Oh. Kann man den drehen?
So, ich drehe den jetzt mal und gucke mal, wo man den vielleicht irgendwo anbringen könnte. So. Jetpack an, mal oben drauf. Ich habe eine Mücke im Gesicht. Die soll mich jetzt nicht nerven. Okay, also er muss hier irgendwo hin, die Komponente. Die Frage ist nur, wo? Ist die vielleicht da drunter? Das ist eine gute Frage. Ich drehe es mal. Nee, also da drunter kann ich es auch nicht anbringen. Nee, nee, nee. Und es steht wirklich, es fehlt eine RCS-Komponente? Ja, liebe Leute, wo kommt diese RCS-Komponente hin? Wenn ihr es wisst, schreibt es uns mal in die Kommentare, in die Komponenten. Schreibt es uns mal in die Komponenten. You cannot place this block on a small vessel. Please check block info place able. Okay, wir gucken noch mal uns den Block an. Place able HV. Das hier ist doch so ein, ne? HV. Was ist ein HV? Reactor Core. Da brauche ich jetzt schon wieder Cables und Electronics für. Ob wir das jemals herausfinden werden, das erfahrt ihr in einer der nächsten Folgen. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich fürs Zuschauen und sage dann bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö. Habt euch wohl und tschüss.